Ja, hallo Tag auch. Hier ist Alien Barbecue. Schön, dass du da bist. Heute Grillzember, Tag Nummer 9. Heute zeige ich euch mal meinen leckeren Beitrag. Und zwar gibt es eine schöne Vorspeise und natürlich ein Hauptgericht. Und das Ganze kombinieren wir zu einer kompletten Mahlzeit. Im ersten Teil dieses Videos siehst du die Beilage. Das ist ein schöner Kichererbsensalat mit einer feinen Vinaigrette auf Mozzarella. Und was du dazu brauchst? Hier kommen deine Zutaten. Ja, für den Kichererbsensalat brauchen wir nicht ganz so viel. Hier so ein paar Kirschtomaten, Schnittlauch, rote Zwiebeln, weißen Balsamico und Olivenöl, Kichererbsen. Und wir brauchen hier, das ist ein Büffelmozzarella, den solltet ihr auch benutzen. Der normale Mozzarella, also ich meine, der Mozzarella schmeckt ja sowieso nach nichts, aber er ist halt besser. Pesto Verde nehmt ihr natürlich auch noch dazu. Und dann machen wir ein bisschen Kleinholz. Ah, noch eins zu dem weißen Balsamico, den solltet ihr auch benutzen. Ihr könnt auch den dunklen nehmen, das sieht dann aber ein bisschen nicht so gut aus. Okay, hier die Zwiebeln, die wird halbiert, gefettelt und in feine Scheibchen geschnitten. Die Kirschtomaten, solltet ihr mindestens halbieren und dann entscheiden, wie groß oder klein die sind. Ich habe sie geviertelt, haben dann eine schöne passende Größe. Schnittlauch einfach in Röllchen runterschneiden und dann alles in die Schüssel. Kleiner Tipp für später, lasst euch so eine Handvoll Schnittlauchhalme über, später zum Dekorieren. So, jetzt brauchen wir ja unsere super Vinaigrette. Da geben wir erstmal so 70-80 Milliliter von dem weißen Balsamico rein. Dann 3-4 Esslöffel Olivenöl. Das Pesto mit da rein, ein bisschen Salz, Pfeffer und mit Zucker abschmecken. Rühren, rein damit in die Schüssel und das mit der Hand vorsichtig, nicht quetschen, vorsichtig vermengen. Und dann sollte das so wunderschön aussehen. War ja ganz einfach, oder? Ein bisschen schnippeln, die lecker Vinaigrette, die ist so lecker, also ich könnte die so saufen. Jetzt kommt dieser Kichererbsensalat erstmal für eine gute Stunde in den Kühlschrank. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr den erst morgen macht. Also ihr könnt den am Tag vorher zubereiten und am nächsten Tag genießen. Genießt ihn als Hauptspeise oder, ich weiß nicht, von mir aus auch als Beilage oder wie ihr mögt. Dazu passt hervorragend hier dieses, werdet ihr noch sehen, ein Stück Fladenbrot und vielleicht ein bisschen Knoblauchjoghurt oder Tzatziki, wie ihr den auch immer nennen möchtet. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Fleisch. Das Fleisch, was ich gewählt habe, ist ein Schweinerücken. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel eine Putenbrust benutzen, also wäre kein Problem. Ist wahrscheinlich hinterher im Ergebnis auch saftiger. Aber die Füllung, meine Lieben, die Füllung ist der Hammer. Es geht um Spinat. Spinat ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache, aber in diesem Falle, so wie der zubereitet ist, ein Träumchen. Ich würde sagen, schnacken wir nicht lang rum, sondern da drüben sind eure Zutaten. Wir sehen uns, bis gleich. So, für den Braten rote Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, so 2-3 Zehen reichen aus. Ein geiles Gyros-Gewürz, gehobelte Mandeln und schön Honig. Und hier Schweinerücken habe ich genommen und wir brauchen Spinat. Und darum geht es ja letzten Endes, um das richtig lecker zu füllen. Als erstes müssen wir den Braten aufschneiden, damit wir eine möglichst große Platte haben. Und da gebt euch ein bisschen mehr Mühe als ich. Also man kann das sicherlich schöner machen, aber es funktioniert. Wenn wir den Braten so aufgeschnitten haben, legen wir den schön aus oder auf dem Schneidebrett vor uns hin und würzen den schön kräftig mit dem Gyros-Gewürz. Das hier ist das Gyroskop von Don Barbecue. Also wenn ihr das noch bekommen könnt oder wenn ihr es auch wieder bekommen könnt, dann besorgt euch das. Also meiner Meinung nach das beste Gyros-Gewürz. So, jetzt für die Füllung schnippeln wir schön ein paar Zwiebelchen fein, schön die roten. Und den Knoblauch, den schneiden wir witzigerweise in so große Scheiben, dass sie der Mandel ähneln. Dann weiß nämlich später keiner, ob er auf eine Mandel oder ein Stück Knoblauch beißt. Okay, die Zwiebeln und Knobi, das schwitzen wir in Olivenöl und Butter an. Dann geben wir die Mandeln dazu und so guten Esslöffel Honig. Lassen das schön karamellisieren. Und wenn das so aussieht, den Blattspinat dazu. Ich habe übrigens TK benutzt. Ihr könnt auch frischen nehmen und vermengen das Ganze. Vielleicht noch mit ein bisschen Gyrosgewürz abschmecken. Wenn euch das zu schnell zu trocken wird in der Pfanne, ein bisschen Gemüsebrühe. Nicht viel, ein ganz bisschen, aber auch wieder verkochen lassen, weil die Füllung soll uns ja nicht rausschwimmen.
So, und dann mit einem Löffel das Ganze schön gleichmäßig auf dem Fleisch verteilen, ungefähr bis zur Hälfte. Dann rollen wir das ein mit leichtem Druck. Rechts und links wird was rausschauen, später auch ein bisschen schwarz werden, das müsst ihr nicht mitessen. So, dann hier eine kleine Auflaufform, ich habe einen GN-Behälter, sind Zwiebelringe drin, damit mir das Fleisch nicht anbrennt. Da gebe ich noch einen Schuss Gemüsebrühe zu und dann geht's in den Grill. Okay, denkt dran, ihr müsst da ein Gedicht am Ende haben. Das letzte Codewort, das hat euch Beef and Meat in dem Video vor mir, also das Video von gestern, gezeigt. Und morgen ist der Kollege Binger noch dran, der David. Oder David? Nein, David. Der ist cool, müsst ihr reingucken. Und der liefert euch dann das nächste Codewort. Mein Codewort für den Grillzimmer lautet And the Dopf. Steht hier irgendwo unten, müsst ihr gleich mal gucken. Ich schreibe es auch nochmal ins Video rein. Ja, gute 70 Minuten später sieht er so aus. Rechts und links, wie gesagt, den Spinat, den könnt ihr wegtun. Der ist nicht mehr genießbar, der sieht auch nicht toll aus. Passiert aber ganz normal. Dann schneiden wir ihn an und präsentieren mal die Füllung. Das Tellerbild, das kommt nach der letzten Ansprache. Müsst ihr euch anschauen, sieht super toll aus. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch für das Tellerbild den Mozzarella. Den schneide ich jetzt noch schnell in Scheibchen, weil da drauf wird der Salat angerichtet. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie das Tellerbild gleich aussieht. Ja, hätte ich euch vorher sagen sollen, dass das hier ein Video ist ohne Grill. Aber tut mir leid, Wetter ist total mies da draußen und ich weiß nicht, da möchte ich meine Apparate nicht nach draußen stellen und die schöne Ausrüstung dem Regen aussetzen. Aber egal, ich meine, heute ist das Wetter wieder gut, weil diese Ansprachen, die habe ich einen Tag später gedreht, weil ich da vollgefressen war am Tag davor. Okay. Dann freut euch auf das Video, was morgen kommt von Biggernock und habt viel Spaß und ich drücke euch alle Daumen, Daumen drücken, dass ihr bei der großen Verlosung am 27. Dezember dabei seid und aus dem Töpfchen gezogen werdet und schaut euch die anderen Videos der anderen Kollegen an. Die alle, die vor mir dran waren, das müssten jetzt 8 Stück bisher gewesen sein und die noch kommen werden. Es sind eine Menge richtig guter Sachen dabei und die besten YouTuber, die ihr euch eigentlich vorstellen könnt. Meine muss so sein, sonst wäre ich ja nicht mit dabei. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Jelly. Ja? Ciao. Macht's gut.